Was für ein Tag. Hä? Ist das eine Socke auf dem Tisch? Hallo. Was für ein Tag. Nee, ernsthaft. Was für einen Tag haben wir heute? Hast du meine linke Socke gesehen? Ich muss die gestern hier liegen gelassen haben. Ah, da ist sie ja. So ein Glück. Sonst hätte ich mir doch noch ein zweites Paar kaufen müssen. Wie kommt die überhaupt auf den Moderationstisch vor mein Mikrofon? Huch, ist sie runtergefallen? Ich hatte sie natürlich auf das Mikro gesteckt. Ich weiß ja, wie sensibel du reagierst, wenn Sachen auf deinem Tisch liegen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Herr Chefredakteur. Oh, so freundlich heute? Wie immer, Chef, wie immer. Na, das lobe ich mir. Moment, habt ihr euch wieder einen Scherz einfallen lassen? So wie neulich, als mir der Eimer Farbe auf den Kopf fiel, während ich die Schalte mit dem Präsidenten hatte? Nein. Das will ich auch geraten haben. Obwohl ich zugeben muss, dass der Präsident das sehr lustig fand. So, jetzt aber los hier. Hier habt ihr Nachrichten für heute. Sendestart in 3, 2, los. War ihm zu viel Papierkram. Organisator von Origami-Wettbewerb tritt zurück. Wird langsam sauer. Kuh wartet schon ewig auf Melka. Auf der Kippe. Müllwagenfahrer bangt nach Abmahnung um Job. Und damit willkommen zu Podcast Delion, dem News-Podcast des Postillon. Mit Thies Neubert. Und mit dir. Ach komm, guck nicht so, die kennen doch alle deinen Namen. Du hast ihn wieder vergessen, nicht wahr? Sorry, ich war gestern noch echt lang unterwegs. Darüber reden wir noch. Einem Elternpaar aus Schwerin ist ein folgenschwerer Fehler passiert. Weil sie ihrem einjährigen Sohn versehentlich nichts Blaues angezogen haben, ist das Kind nun schwul. Die Mutter, Evelyn Ulmer, ist nun am Telefon. Hallo, Frau Ulmer. Hallo. Frau Ulmer, Evelyn, bitte erzähl uns doch, was genau passiert ist. Ja, also, das war vor ungefähr 6 Wochen und ich war total im Stress. Es war auch früh am Morgen und ich hatte dann noch einen Termin und dann habe ich Leo, also meinem Sohn, einfach ganz schnell direkt was anziehen müssen. Und ja, habe ich nicht so aufgepasst wie sonst und dann habe ich ihm einen Pullover angezogen, der nicht blau war. Sondern eher so, ja, also es ging schon stark ins Rosane. Ich habe kurz nicht zugehört, aber sagten Sie gerade rosa? Bei einem Jungen? Also normalerweise passe ich da auch echt auf, dass Leo was Blaues bekommt oder was mit Superman oder einem Bagger drauf, aber damit er halt nicht durcheinander kommt. Und dann war Ihnen also dir klar, dass Leo nun, ja, dass der homosexuell geworden ist? Also direkt an dem Morgen habe ich das noch nicht so bemerkt. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht, aber seitdem verhält er sich halt anders. So, er ist nicht mehr so maskulin, er hat auch schon mit Puppen gespielt. Moment, ich habe kurz nicht zugehört. Aber Puppen? Als Junge? Ja, ich mache mir da auch echt Vorwürfe. Zu Recht. Ja, wir haben ihm dann auch auf dem Spielplatz mal schöne Frauen gezeigt, aber da hat er sich nicht mal umgedreht. Stattdessen hat er einfach andere männliche Kinder angelächelt. Evelyn, Frau Ulmer, hoffentlich passiert Ihnen dasselbe nicht auch noch mit Ihrer Tochter. Da sagen Sie was, ey. Da haben wir neulich aus Versehen eine Hose statt einem Rock angezogen. Na, dann passt das ja wieder irgendwie. Vielen Dank für das Gespräch, Seemonster. Eine mutige Frau, hier ihre Geschichte zu erzählen. Genau, das gibt wieder Quoten. Was würden wir nur ohne solche Gestalten machen? Weiter geht's. Ihr habt jetzt einen Studiogast. Thies, kannst du bitte deine Socke anziehen? Die Hose auch? Mit wem haben wir denn gleich das Vergnügen? Mit Paul. Paul hat was recherchiert. Ach, er hat also wieder die FAZ gelesen, ja?
Ja, und da standen wohl einige brisante Sachen drin. Was genau, weiß ich jetzt auch nicht, das sagt er ja gleich. Ah, da ist er schon. Hallo Paul. Hi Thies. Interview in 3, 4, in 3, 2, los! Ja, ihr wisst, ich habe beste Verbindungen zu den Reichen und Mächtigen und was ich da erfahren habe, das ist nicht ganz ohne. Und zwar ist die geheime Weltregierung aktuell stinksauer, weil die Corona-Impfungen nicht so wirken wie vorgesehen. Moment. Jetzt habe ich mir gerade fast in meinem Kokain verschluckt. Also, geheime Weltregierung, was genau ist damit gemeint? Naja, also, dass Bill Gates eigentlich ja die Fäden im Hintergrund zieht, das wissen wir ja dank den Querdenkern und ihrer Aufklärungsarbeit bereits. Und dann gibt es da eben noch ein ganzes geheimes Weltregierungskabinett um ihn herum. Da sind alle wichtigen Namen, die man so kennt, vertreten. Also Clinton, Thunberg, Drosten, Lagarde, von der Reptiloiden-Union und natürlich Michael Wendler als Sonderbeauftragter für akustische Folter. Und die sind also stinksauer, weil die Impfung nicht gegen Corona wirkt. Thies. Also, das war ja ohnehin nie vorgesehen. Thies. Laut dem 5-Jahres-Plan für die Corona-Plandemie hätten Stand jetzt mindestens 800 Millionen Menschen tot sein müssen, aber die sind alle noch ganz munter. Sogar die Queen macht noch Klimmzüge. Haben unsere Wissenschaftler also gelogen? Ja, natürlich. Das wundert doch auch niemanden. Erstaunlich ist allerdings, dass Dr. Drosten und seine fiesen Kollegen offenbar auch der Weltregierung falsche Versprechungen gemacht haben. Jedenfalls ist von der tödlichen Giftmischung, die er noch Anfang 2020 versprochen hatte, bislang absolut nichts zu sehen. Aber vielleicht kommt das ja noch, dass alle Geimpften sterben. Also, ich bin ja 3-mal geimpft und mittlerweile fühle ich wirklich an manchen Tagen so ein ganz komisches Jucken da am unteren, also Thies, wie soll ich das hat dir dein Arzt jetzt doch schon 5-mal erklärt. Einfach dir Hämorrhoidensalbe auftragen und gut ist. Thies spricht da aber eine richtige Sache an. Man kann nicht ausschließen, dass das Sterben in ein paar Wochen oder vielleicht sogar Tagen doch noch losgeht. Aber bis dahin heißt es aus Sicht der geheimen Weltregierung, abwarten und Kinderblut trinken. Danke, Paul, für diese spannenden Einblicke. Danke, Paul, war spitze. So, wo ist Sascha? Sascha? Oh, immer ist der... Ah, da bist du ja. Halleluja. Ja, sorry. Oh, hatte keinen Bock zu arbeiten. Ja, kein Bock. Hier hat man Bock zu haben, ja? Ich bin nicht der Einzige mit dem Abschluss, aber... Ich kann die Enzyklopädie Britannica auswendig, ja, aber hier muss ich demnächst ein News-Häppchen vorlesen. Anne, bitte. Der Sascha-Überblick mit Nachrichten Gerson. Oh, bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der türkische Präsident Erdogan hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu einem, Zitat, Abgang in Ehren aufgefordert. Der Löninger Ortsteil Ehren in Niedersachsen wartet jetzt gespannt. Italien ist als amtierender Fußball-Europameister überraschend gegen Nordmazedonien an der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar gescheitert. Fußballexperten schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Squadra Azzurra dieses Jahr den WM-Titel nach Hause holt, nun als eher gering ein. Ein internationales Team von Meeresbiologen arbeitet an einer Methode, um Exkremente von Walen künstlich herzustellen. Mit dem Dünger soll das Fischwachstum angekurbelt werden. Um diesen Vorgang noch zu beschleunigen, werden die Wale darum gebeten, nach dem großen Geschäft nicht mehr zu spülen. Neuigkeiten aus Leuthen. Ein dort ansässiger Leutnant hat seinen Leuten befohlen, auf gar keinen Fall eher zu läuten, bis der Leutnant von Leuthen seinen Leuten das läuft. Ich kann nicht mehr, sorry Leute. Oh, Leute. Männer helfen zu wenig im Haushalt. Das ergab eine Studie meiner Frau.
Aber passend zum Thema, hier noch der Haushaltstipp der Woche. Einen total verdreckten, beschmierten und verkrusteten Ofen mit eingebrannten Essensresten bekommen Sie am schnellsten wieder sauber, indem Sie sich einen neuen kaufen. Das war der Sascha-Überblick mit mir. Zurück zu den beiden. Ja, für euch wird's gereicht haben. Ich gehe wieder schlafen. Boah, nur noch schlafen. Kommt Sascha dir eigentlich auch manchmal so traurig vor? Traurig? Ich dachte, der ist einfach depressiv und krank. Ja, jemand sollte ihm mal helfen. Aber er hat seit Jahren keine Energie für Gehaltsverhandlungen. Deshalb lasse ich ihn auch nicht zum Arzt. So, Feierabend. Oh ja. Das war Podcast Sillon für diese Woche mit Thies Neubert. Und dir.